Hallo, ich bin's mal wieder. Ich habe ein neues Video für euch und zwar habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal, was für Magnete ich jetzt herstelle. Und zwar habe ich hier so eine Holzscheiben, die habe ich mir im Teddy gekauft und ja, da habe ich einfach drauf gestempelt und habe das dann angemalt. Hinten ein Magnet halt dran gemacht und das kann man sich ganz schön an eine Pinnwand oder so klemmen und ja, ich finde, das sieht ganz süß aus. Ist mal was Besonderes und man kann es auch ganz gut in einen Briefumschlag mit reinpacken, weil die Scheiben halt wirklich sehr dünn sind. Und ich dachte, ich zeige euch mal, wie ich das gemacht habe. Und ja, also wie gesagt, diese Scheiben gibt es im Teddy zu kaufen. Die kosten jetzt auch nicht so viel Geld. Manche sehen natürlich ein bisschen, also nicht so schön aus. Manche sehen wieder ein bisschen schöner aus. Manche sind gerade geschnitten, manche nicht so gerade. Aber ja, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich benutze heute das Großgezwitscher, weil ja, das hat es mir irgendwie angetan. Also ich liebe das Stempelset und gerade mit den Wellensittichen, die passen da so süß mit drauf. Ja, deswegen benutzen wir die. Den klebe ich mir jetzt auf meinen Stempelblock. Und ich nehme die Memento-Tinte, weil ich das dann mit Alkoholmarkern noch ein bisschen anmale. So, dann drehe ich mir das hin, wie es am besten drauf passt. Und stempel das einfach drauf. Ich gehe auch mal so ein bisschen nach links und rechts, weil das Holz, das muss ja erstmal die Tinte annehmen. Und ja, ich finde, das ist ganz süß geworden. Hier mir ein paar von meinen Copics geschnappt, weil ich so viele Blendstifte von Stampin' Up! Noch nicht habe. Deswegen nehmen wir erstmal hier unsere Copics und ich male jetzt nicht richtig, sondern ich tupfe eigentlich nur. Ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt. Ich tupfe halt einfach nur diese Farbe hier so drauf, weil ich ein bisschen Angst habe, dass meine Stifte sonst kaputt gehen. Und ja. Also ihr könnt da bestimmt auch andere normale Filzstifte benutzen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Wenn ihr denkt, dass der Stempelabdruck nicht stark genug sich abgebildet hat, dann kann man auch nochmal mit so einem schwarzen kleinen Feinliner nachziehen. Würde ich aber auch eher tupfen. Weil es ist halt immer so eine Sache. Hier noch ein bisschen am Kopf. Streifen ein bisschen blau einfärben. Dann hier den Bauch. Ich hatte früher immer ganz viele Wellensittiche. Und die konnten auch sprechen. Die haben dann immer gesagt, Jocki gibt Küsschen oder Jocki ist lieb. Wo ist Nadine? Konnte der auch. Also, das war schon ganz toll. So. Man kann jetzt überlegen, ob man hier jetzt dann nochmal so ein Stück von dem Ast halt hinstempelt. Aber ich finde das halt auch, wie gesagt, wenn das allein nur so ist. Hier habe ich dann mal die Blümchen von dem Set genommen. Also das bleibt ganz euch überlassen. Ich finde, die sind super schön geworden. Klar, wenn die Holzscheibe natürlich hell ist, dann kommt das Stempelmotiv am besten rüber. Aber ja, es ist halt was Einmaliges. Und wie gesagt, man kann es halt schön mit einer Karte, auf die Karte kann man es packen. Dann macht man einfach hier dann und unten dann noch einen anderen Magnet, halt als Gegengewicht sozusagen halt dran. Und ja, finde ich halt ganz niedlich. Man könnte jetzt auch nur einen Kreis ausstanzen und dann diesen Magneten halt dann drauf, dass das halt so richtig zur Geltung kommt. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss, ihr Lieben!